Immer wieder werde ich gefragt, warum hast du die Marketingstrategien gegründet? Schon wieder eine Agentur, noch eine Agentur. Muss das sein? Es gibt da draußen so viele unterschiedliche Agenturen. Full-Service-Agenturen, 360-Grad-Agenturen, Kreativagenturen, Media-Agenturen, SEO-Agenturen, Online-Marketing-Agenturen und was nicht noch alles. Jeder sagt von sich, er ist der Beste, er ist der Tollste, er ist der Schöne. Und genau sein Produkt brauchst du, um erfolgreich zu sehen. Man hält die dicke Uhr irgendwie in die Kamera rein und sagt, ich bin cool, ich bin geil. Das hier fehlt gerade dir noch zu deinem so großen Erfolg. Ja, damit habe ich die Antwort eigentlich auch schon gegeben. Ich bin genervt davon. Ich bin Marketingleiter von großen Unternehmen gewesen über zig Jahre und habe nie eine Agentur gefunden, bei der ich sagen konnte, oh ja, die ist es, mit der möchte ich zusammenarbeiten. Immer, das war eine reine Kreativagentur und die war ultra kreativ. Aber wenn ich dann gesagt habe, ich bräuchte besser Social Media, dann hieß es so eher Social What? Oder ich war bei einer reinen Online-Marketing-Agentur und die haben dann wieder mir nur gesagt, so, du brauchst unbedingt nur Meta-Ads oder Google-Ads oder sonst irgendetwas in der Richtung. Und haben den Kreativprozess völlig vernachlässigt, aber perfekt die Zahlen im Griff. Und dann gab es noch jede Menge unterschiedliche andere Agenturen, die mir immer das Goldene vom Ei versprochen haben. Aber nie war es wirklich abgestimmt. Jetzt solltet ihr sagen, ja, das ist die Aufgabe eines Marketingleiters, genau das fertig zu machen, zu erkennen, welche Agentur brauche ich, was brauche ich als verlängerte Werkbank, etc., etc. Ja, nur viele Unternehmen haben das nicht. Sie haben keinen Marketingleiter oder irgendjemanden, der das studiert hat, der genau das machen kann. Sie haben einen Geschäftsführer, einen Gründer, einen Inhaber, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, aber der braucht wirklich Rat und auch Tat. Und zwar holistisch, um voranzukommen. Und nicht einfach nur das verkauft, was ihm gerade irgendwie die Agentur weiterbringt. Weil jeder verkauft das, was er am besten kann. Ich mache Marketing seit 18 Jahren. Und das kann ich am besten. Egal ob jetzt SEO, SEA, Kreativstuff und so weiter, das gehört alles zusammen zu einem und das kann ich. Zusammen mit meinem Team, mit meinen Leuten haben wir wirklich eine holistische Agentur geschaffen, die alles abdeckt, und zwar nicht nur 360 Grad, sondern immer vernetzt. Ich habe die Teamerfolge, die ich in Firmen herbeigeführt habe, genommen und genau das Konzept, wie wir in den Firmen gearbeitet haben, für die Agentur verwendet. Wir arbeiten also eher wie eine Inhouse-Agentur, wie eine Inhouse-Abteilung von einer großen Firma und nicht wie eine Agentur, die nur von außen kommt und von außen auf der grünen Wiese dir irgendetwas herbietet. Wir schauen uns dein Unternehmen an, wir schauen uns dich an, wir schauen uns deine Kapazitäten an und planen genau so, dass es zu dir passt und nicht, dass es zu uns passt. Und das ist der große Unterschied für uns. Wir sind wie deine interne Marketingabteilung und nicht wie irgendeine externe Agentur. Und das macht die Marketingstrategen aus. Wir gehen immer strategisch an die Sache heran. Wir schauen uns immer dein Unternehmen an. Wir gucken immer über den Tellerrand. Was muss ich mehr dazu sagen? Wir sind wie dein Marketingleiter, nur außerhalb deines Unternehmens, nicht innerhalb deines Unternehmens, aber immer mit dir zusammen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. So ist es jetzt aber. Das war die Idee. Das setzen wir um. Damit sind wir erfolgreich. Und ich hoffe, ich habe es verständlich gemacht. Ich bin nicht der größte Redner. Ich bin der große Marketer. Zum Reden habe ich andere Leute. Deswegen jetzt von mir, wenn du Fragen hast, stell die Fragen. Wir sind immer offen bereit, mit jedem darüber zu quatschen. Ich wünsche allen einen schönen Tag, wie Sie das gesehen haben. Hat eine eigene Marketingleitung. Herzlichen Glückwunsch. Extrem cool. Wir schauen uns gerne mal an, ob sie performt. Oder du hast keine, du brauchst jemanden, der das für dich erledigt. Du brauchst jemanden, der dich marketingtechnisch an die Hand nimmt und dir wirklich zeigt, was funktioniert, egal ob mit 1.000 € Budget oder mit 100.000 € Budget. Dann freue ich mich auf ein Gespräch mit dir. Dankeschön und um einen Satz mal aus dem Marketing zu kommen, dafür stehe ich mit meinem Namen.